Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallöchen. Ich bin der Jakoba. Ich bin der Jürgen. Jürgen und? Jakoba. Jakoba? Adriana. Jakoba Adriana? Hm. Wo kommt das denn her? Aus den Niederlanden. Ach so, ja gut, dann ist ja wieder was ganz was anderes. Ich wollte gerade sagen, also das habe ich hier noch nie durchgehört. Toll. Wie lange seid ihr zwei schon zusammen? Bald 50 Jahre. 50 Jahre? Verheiratet? Nee. Ja. Nee, ja. Verheiratet sind wir übernächstes Jahr. Seit 50 Jahren sind wir zusammen. Zusammen. Chapeau. Mein lieber Herr Gesangsverein, seit wann ist das Gemälde bei euch? Bei uns im eigenen Besitz etwa seit knapp 20 Jahren. Von wem habt ihr es gehabt oder so? Von einer älteren Dame, die es uns mal geschenkt hat. War die mit ihr befreundet? Wir haben bei ihr im Haus gewohnt. Ja? Ja, zunächst. Als Mieter? Zunächst als Mieter, ja. Später waren wir Eigentümer des Hauses. Das heißt, die Dame hat euch mehr oder weniger nachher so lieb gewonnen, weil ihr sie gepflegt habt? Richtig. Ihr habt euch gekümmert, ihr hattet keine Familie? Richtig. Dann seid ihr ganz tolle Menschen. Ja. So, und jetzt bin ich sehr gespannt, meine liebe Frau Dr. Friederike von Bernstein. erzähl mich was. Das Bild ist von Henrik Nordenberg, ein schwedischer Maler. Der ist in den 1870er Jahren nach Düsseldorf gegangen und hat dort studiert 10 Jahre und gehörte dann zur sogenannten Düsseldorfer Malerschule. Eine Spezialität von dem Maler war die Durchsicht zum Beispiel durch das helle Fenster. Und er hat dann sehr kunstvoll das Licht gemalt, wie es sich zum Beispiel auf der Tischplatte spiegelt und wie es den Raum an sich erleuchtet. In die Moderne weist zum Beispiel auch die Art und Weise, wie es gemalt. Es ist mit Borstenpinsel gemalt. Man sieht auf den Flächen dann den Pinselduktus. Das hätte man bei der altmeisterlichen Malerei so nicht. Und die Dame mit dem weißen Kleid oder mit der Handarbeit, das erinnert an eine ähnliche Szene von Max Liebermann, die Pause im Waisenhaus, wo junge Damen dort sitzen und sticken oder nähen, aus dem Jahr 1882. Das heißt, der Maler zitiert unglaublich viel, was jetzt nicht heißen soll, dass er sich Versatzstücke aus verschiedenen Zeiten zusammennimmt, sondern das ist der Zeitgeist an sich und das Zitat auf die Historie. Da kann man eine ganze Menge darin finden. Lass uns ganz kurz auf den Zustand zu sprechen kommen, weil ich sehe von hier, unten guckt so ein Loch raus. Da guckt so ein Loch raus, richtig. Also erstmal, der Zustand an sich ist perfekt. Die Malerei ist wunderbar, es gibt keine einzige Fehlstelle. Es ist in Öl auf Leinwand gemalt. Ist Leinwand? Ja, aber man hat wohl offenbar mal, das Gemälde ist beschnitten, kurz unter der Signatur links unten. Das hat man wohl mal aus dem Keilrahmen herausgeschnitten und dann auf Holz aufgebracht, aufgeleimt. Holz arbeitet natürlich, das heißt, das wölbt sich etwas. Das müsste man vom Restaurator mal anschauen lassen und auch neu rahmen. Das würde ich dringend empfehlen. Weil der Rahmen, der gehört ja nicht zum Bild, der ist ja grauenhaft dazu. Den Rahmen würde ich dazu nicht nehmen. Ja. Gut. Genau gemalt, ist er datiert, signiert? Es ist signiert, links unten mit dem Namen, aber wir haben kein Datum. Der Maler Was denkst so gut du? Wie 1900 bis 1910. Ja, ihr zwei Hübschen. Wie hoch sind denn die Geldwünsche? ich denke mal so 300 müssten drin sein. 300 Euro? Müssten ja. Legt ihr die in die Kasse für die Jolltochter? Ja, sicher. Ja, sicher. Ja. Ja, lass doch eine Kuh fliehen. Ja, ja richtig so. Ja. Welchen Preis kann das Werk von Henrik Nordenberg erzielen? Also er wird in seiner schwedischen Heimat vor allen Dingen gehandelt, aber auch hier ist er nicht uninteressant. Allerdings ist die Preisspanne sehr unterschiedlich. Und ich würde dieses doch sehr qualitätvolle, besondere Bild zwischen 1.100 und 1.500 Euro ansetzen. Gut. Das ist aber toll. Ja. Das ist toll? Ja. Wow. Ich würde sagen, das ist eine Sensation. Wow. So, und damit ihr den Schock schnell verarbeitet, Händler Kärtchen, nichts mehr rüber zu den Händlern. Ihr Lieben, also, ihr seid bezaubernd. Vielen Dank. Viel Glück wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Ihnen auch. Da geht's rüber. Tschüss, ihr zwei. Passt auf euch auf. Da bleibt hier. Wir schleppen. Ich muss mal gucken, ein bisschen von Entfernung. Von Fabian-Position. Sieht super aus. Das Spiel auf den Tisch ist schön, oder? Das ist das Original. Ja, dass wir das erreichen, was der Expertise gesagt hat. Vielleicht sogar mehr. Ja. Eigentlich kann im Händlerraum nicht viel schiefgehen. Schließlich hatten Jürgen und Jakoba ursprünglich nur mit 300 Euro gerechnet. Das sollte zu toppen sein. Hallo zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Tag zusammen. Ja, grüß Sie Gott.
Habt ihr uns ein schönes Bild mitgebracht, gell? Ja. Fällt mir sehr gut. Weiß man denn, wann das Bild gemalt worden ist? Der Künstler hat bis 1928 gelebt. Um 1900 ist das entstanden wahrscheinlich. Sogar 1910, meint die Expertin. 1910. War das auch damals so gerahmt oder haben Sie das komplett neu gerahmt? Nein, das ist, solange wir denken können, also mindestens seit 1970 etwa, hat er diesen Rahmen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Rahmen passt nicht. Also find meine ich Meinung. Ja. Ich glaube, der Rahmen ist 60er Jahre. Ja, 60er Jahre, richtig. Auf alle Fälle ist dieses Bild, da stimmt jetzt wieder alles. Die Tiefe, ja, einfach perfekt. Ja, was machen wir damit? Kaufen. Gute Idee. Ja. Ich starte mit 500 Euro. 600. 650. 700. 750. 1000. 1100. 1200. 1300 gebe ich Ihnen. 1350. Der Stuhl hat auch so, die Sitzfläche ist Korbgeflecht, also detailgetreu, die Porzellane, die Leuchter. Also man kann nichts Negatives sagen über ihr Bild, das ist schlecht für einen Ankäufer. Also die haben keine Fehler. Außer aus der Rahmen vielleicht nicht. Genau, das wollte ich sagen. Außer Gott sei Dank haben wir was gefunden. Außer den Rahmen. 1500. Also Fakt ist, es wurden schon einige Bilder von diesem Künstler für wesentlich weniger verkauft, einige für mehr. Also die Spannweite ist groß. Man kann nicht so genau rauslesen, woran es liegt. Also, 1600 Euro. 50 drauf, 1650. Das sind schon schöne Gebote. Finde ich auch. Ja. Ludwig, bist du noch dabei? Also bin ich mit dabei. Ich bin auch nicht mehr. 1600 bin ich raus. Fabian? Weiß nicht. Ich glaube, da bin ich auch eher raus. Na, Gott sei Dank, da sind wir nur mal zu zweit, Susanne. 1700. Ich sagte eher raus. Eher. Es ist eine Tendenz. 2000. Das ist schon ordentlich. Jetzt bin ich raus. Ehrlich? Ja, jetzt na gut, bin ich dann sind wir nur mal zu zweit. 2000. Das war ein schöner Sprung, Susanne. Jetzt sage ich noch 2050. Stolze 550 Euro über Maximalschätzung. Was sagen Sie zu 2050 Euro? Wenn das das Höchstgebot ist. Meine Schmerzgrenze war tatsächlich 2000. Wollen Sie an mich verkaufen für 2050 Euro? Darf ich bitte bitten, dass Sie hinkommen? Dame macht das. Sehr gut. Ja. 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 und das war das Zünglein an der Waage. Ja, 50. Danke schön. Herzlichen Dank, die Dame. Dank, Sie auch. Tschüss daher, auf Wiedersehen. Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wolfgang, das ist ein super Bild. Ja, aber wenn mehrere etwas haben wollen von uns, dann wird es halt immer teuer. Ja, das ist halt so. Toll! Über 2000 Euro, super. Das super. Ist toll. Da freuen wir uns sehr. Müssen wir erst mal verdauen. Ja. Das Gehalt, ne? Prima.